Wie übersetzt man das englische Verb to put mit setzen, stellen oder legen? Diese Frage werden wir in diesem Video klären. Ich bin Marco von AuthenticGermanLearning.com. Los geht's! Oh mein Gott, das ist so toll, das ist so geil! Ich klappe. Fühlt sich einfach richtig toll an hier. Vielleicht ist dir das schon mal passiert. Du gibst ein Wort in den Online-Übersetzer ein und als Resultat bekommst du mehrere deutsche Wörter. Eigentlich bekommt man bei fast jedem Wort mehrere Übersetzungen. Und die Schwierigkeit ist es nun, das richtige Wort zu wählen. Das richtige Wort kommt oft auf den Zusammenhang drauf an. Meine Empfehlung ist es, die Wörter auf Wiktionary nachzuschlagen, Wiktionary.org, und dort wird die Bedeutung des Wortes sehr genau erklärt. Aber damit du nicht alles auf Wiktionary nachschlagen musst, werde ich dir in diesem Video den Unterschied zwischen setzen, stellen und legen erklären. Nun, setzen bedeutet, dass etwas sitzt. Stellen, dass etwas steht, beziehungsweise in der senkrechten Position ist. Und legen heißt, dass etwas liegt, also in einer horizontalen Position ist. Das ist eine Faustregel, stimmt nicht immer, aber das ist eine gute Richtlinie. Ich kann mich zum Beispiel setzen. Ja, ich setze mich. Ich sehe den Stuhl nicht, aber ihr seht, dass ich gerade nach unten gehe. Ja, ich setze mich. Ja, und dann sitze ich. Das heißt, ich sitze. Also das Wort setzen wird meistens so benutzt, dass etwas sitzt. Ja, oder dass etwas weder liegt noch steht. Ja, wenn etwas weder liegt noch steht, dann sitzt es. Das ist eine Art, wie man ungefähr darüber nachdenken kann. Dann kann ich etwas irgendwo hinstellen. Ich habe zum Beispiel zwei Lampen hier und dort hingestellt. Und sie stehen, sie sind senkrecht. Ja? Ich habe diese Lampe. Ja, diese Lampe habe ich hierhin gestellt. Ja, ich habe den Schrank dorthin gestellt. Ja, beide sind aufrecht, beide sind senkrecht und deswegen stehen sie dort. Ja, wenn ich zum Beispiel sagen möchte, I put the lamp in the room, dann sage ich auf Deutsch, ich stelle die Lampe in das Zimmer. Und wenn ich etwas irgendwo hinlege, dann ist es in einer horizontalen Position. Ja? Ich kann zum Beispiel mein Pullover auf das Bett legen. Ja? Ja, das kann man nicht sehen. Aber ich kann das, ich kann den Pullover auf den Schrank legen. Ja? Sieht man das? Hier. Ich kann den Pullover auch über meine Schulter legen. Ja? Er ist nicht wirklich waagerecht, aber ich habe ihn hingelegt, ja? Auf meine Schulter. Ich kann übrigens auch etwas weglegen. Ja? Hier ist der Pullover und ich möchte ihn irgendwo anders hin tun. Dann kann ich ihn einfach weglegen. Ja, er ist jetzt weg. Das ist die Übersetzung der englischen Phrase to put away. Das englische Wort
to put hat noch ganz viele andere Bedeutungen. Es ist, wie gesagt, immer eine gute Idee, das Wort auf Wiktionary nachzuschlagen, beziehungsweise das Wort zu übersetzen und dann die einzelnen Übersetzungen auf Wiktionary nachzuschlagen. Und so lernst du auch, was die Wörter tatsächlich bedeuten. Ja? So lernst du, wie ein deutscher Muttersprachler diese Wörter benutzen würde. Ja? Es ist keine gute Idee, ein Wort einfach zu übersetzen, ohne es zu kennen und ohne die Wörter nachzuschlagen. So passieren die meisten Fehler. Wenn du nachschlägst, was die Wörter wirklich bedeuten, dann gibt es auch keine Verwirrung. Ich empfehle auch, sich zu überlegen, was der Sinn ist, den man ausdrücken möchte. Ja? Manche Leute, die überlegen sich, was sie sagen möchten und dann versuchen sie, jedes Wort zu übersetzen. Aber oft kann man das, was man sagen möchte, auch anders ausdrücken. Man kann eine andere, einfachere Formulierung finden, sodass der Satz einfacher zu übersetzen ist. Und mein dritter Vorschlag ist, und das sage ich sehr oft, höre ganz viel Deutsch. Lies ganz viel Deutsch. Und so lernst du viel besser, wie man bestimmte Wörter gebraucht. Wie zum Beispiel setzen, stellen und legen. Wenn du diese Wörter in einem Zusammenhang siehst, ja, wenn du sehr viel liest, sehr viel hörst und du begegnest den Wörtern immer wieder, dann bekommst du auch ein Gefühl, wann du welches Wort benutzen kannst. Ich hoffe, dieses Video war hilfreich. Ich hoffe, du hast etwas gelernt. Wenn dir meine Videos gefallen, dann wird dir bestimmt auch die Authentic German Learning Academy gefallen. Dort bekommst du zum Beispiel auch sehr viele verständliche Inhalte. So lernst du neue Vokabeln, du lernst die Vokabeln im Zusammenhang und bekommst ein besseres Gespür dafür, wann du welche Wörter benutzen kannst. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und den Link zur Authentic German Learning Academy siehst du jetzt.